Servus Leute, zurück zu Dude of Champions. Nachdem ich die letzten paar Mal ziemlich fertig gemacht wurde gegen Shallan, versuchen wir jetzt mal mit Magie anstatt Schicksal zu kämpfen. Diesmal nicht mehr rumbouncen, sondern Kreaturen spielen und starke Zauber zum Vorteil nutzen. Mal schauen, ob ich damit mehr Glück habe. Gegen Sveltana. Da brauche ich Glück. Super. Jawohl. Der Siedelbegeister setzt den Hai-Soldat. Böse Karten dabei. Wahrlich böse Karten. Was mache ich denn mit meinem schönen Zeugs hier? Das Blöde ist der Präventivschlag, den ich da extra reingetan habe. Der hilft nichts gegen die Vampire. Genau dieses Deck, also ein Vampir-Deck, ist das, was ich nicht sehen wollte. Ja, du, was machst du? Opfer ich dich oder nicht? Schauen wir mal seine Handkarten an. Nee, ich opfer dich nicht. Boah, diese Vampire. Neidisch schaue ich auf diese Vampire. Die hätte ich auch so gern. Ja, meine einzig gute Karte wurde besiegt. Ein Mana brauche ich noch. Dann ist es möglich, mit den Eisdolchen hier die Reihe zumindest aufzuräumen. Das hat er gerade erst gezogen. Das Herz der Karten ist an diesem Tag echt nicht auf meiner Seite. Jede Aufnahme ist ein Los von mir. Das kann nicht so weitergehen. Das ist unglaublich. Der Insektenschwarm hilft. Nicht viel, aber hilft. Ich will aber nichts ausspielen. Deswegen... Warum nicht? Ein Schaden verursachen. Ich kann's. Das ist schade. Ich habe echt gehofft, im... Nee, ein Schaden war gar nicht notwendig. Gut. Ausgezeichnet. So.
Smeltana kann leider ihre ganzen wunderschönen Karten zurückholen. Alles kann vom Friedhof wieder auferstehen. Die ganzen Vampire. The Whole Vampires. Erst eine Karte ziehen. Erst eine Karte ziehen. Nee. Machen wir es so. Lieber was beiseite spielen, nicht auf den Vampirmeuchler auf. Normalerweise ist er keine gute Karte, der Vampirmeuchler. Aber mit dem Sturmangriff, ja, da ist er stark. Und wenn man ihn nicht losbekommt. Ah, jetzt sind sie alle viel zu beefig. Ja, Magieschild. Das hilft schon was. Magieschütze. 5, dann habe ich noch 4. Der hat auch immun gegen Vergeltung. Boah, sind Vampire böse. Böse, böse, böse. Bisschen OP, oder nicht? Ich kann ihm 2 Schaden machen. Yay! Ah, ich bin so nah am Sieg. Nur noch 17. Oh. Das Interessante ist, dass er nicht mal den Vergeltungsschaden dadurch bekommt. Ich glaube, das funktioniert aber nicht richtig. Doch, wenn er Kampfschaden zufügt, aber dann müsste doch der Vergeltungsschaden auch noch zugefügt werden, weil erst wenn er Kampfschaden triggert, klappt das. Sehr ungewöhnlich. Ich bräuchte mehr von den Mitsukami, aber davon habe ich bloß 2. Man sieht, ich habe eine sehr schwache Kartensammlung. Was kann ich spielen? Welche Möglichkeiten habe ich hier eigentlich noch? Kann ich was mit dem Geysir töten? Kann ich wen oder was mit dem Geysir töten? Kann ich... 2, 1. Der hat auch noch Flink, oder? Boah, den kriege ich nicht mehr los. Doch, ich kriege ihn los. Aber kostspielig. Tragisch, dass ich das machen muss. Aber es geht wohl nicht anders. Eigentlich mehr? Ich glaube, ich brauche keine mehr. Ja, der kommt gut.
Du kommst ein bisschen spät, aber danke, dass du überhaupt kommst. Dich kann ich nämlich gebrauchen. Halt. Das macht Sinn. Macht das Sinn? Ja, ich habe nichts Besseres mit dem zu tun. So, jetzt. Dich hier hinspielen. Und dich hier hoch auf den Acker schubsen. Eine Karte ziehen. Und weiter geht's. Ah, in der nächsten Runde kommt mein schöner Zauber, den ich extra für diese Meta rein habe. Ja, selbst wenn er ihn zieht, ist es gut. Ach, das ist die Todesfürstenfähigkeit. Ja, das war wunderbar von dir. Wenigstens mache ich nicht nur Fehler. Das würde ich los. Du gehst. Wohin? Dahin. Präventiv. Ist eigentlich noch besser. Ich habe noch nicht mein Pulver verschossen. Es ist zwar knapp am Ende, aber ich habe noch nicht aufgegeben. Ja, was machst du jetzt mit diesen Fähigkeiten? Ja. Ja. Ach, der ist wieder da. Wie wir ihn vermisst haben. Wie wir ihn vermisst haben. Angriff, ausspielen, tot. So. Bäh, den anzugreifen bringt nichts. Warte, wieso? Ah, doch, das ist ne... Das ist wahrhaftig eine Möglichkeit. Ah, na, mit dem nicht. Trotzdem, ich glaube, es ist besser, den mit Präventivschlag zurückzuholen, als den hier. Du darfst dadurch einmal angreifen. So, er hat so viel, was man da entfernen will. Ich glaube, der Blutritualist ist da noch das Schlimmste. Wobei der Vampirmeuchler ist auch böse. Hä? Hat er nicht schon mal angegriffen?
Ach so, wegen dem hier. Ja, weil er zu schwach ist. Ja, ist das nicht toll. So wundervoll. Der Feinschmecker stirbt. Der stirbt. Der stirbt. Tja, aber jetzt geht nichts mehr. Ich habe mich lang genug gehalten. Gold habe ich genügend angehäuft. Aber ich habe jetzt keine Chance mehr. Zu viele Vampire. Zu stark. Shallan, ich habe keine Ahnung, wie ich mit dir weitermachen kann. Sehr enttäuscht bin ich mit ihm. Sehr enttäuscht. Aber egal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.